jetzt 20 Gläser Birnenkompott dieses Jahr eingemacht. Da könnt ihr auch ein paar von haben, wenn ihr wollt. Du, ich glaube. Mit Zimt und alles. Ehrlich, was stinkt denn hier so, ey? Sag mal, bist du Napalm oder was? Ja, Ulf, das ist Wirsing. Ja, den hat meine Mutter eingetrunken. Er meint es doch nicht so. Doch. Jetzt spinnen die doch wohl da oben, ja? Oh. Habt ihr die Mail schon gelesen? Mit der Unfallkonsolidierung? Wir sollen jetzt die Unfallkonsolidierung auch noch nebenbei machen. Hä, wie jetzt? Das ist echt eine Frechheit, ja? Oh, puh, sag mal, irgendwas riecht ja aber schlimm. Riecht ihr das auch? Ja, Erika, das ist Wirsing, ja? Den hat meine Mutter eingetuppert. Und das ist das Letzte, was ich von der Mama noch habe. Wer denn hier schon wieder? Haben Sie schon gelesen, dass wir die Unfallkonsolidierung machen sollen? Der Wehmeier, ja, der spinnt doch. Ja, Erika, komm, so eine kleine Zusatzaufgabe bringt sie schon nicht um. Ja, das, was hier so stinkt. Ja, hier. Ja, und nee, war ja klar. Hast du deine alten Socken aufgewärmt? Das sind pro Quartal bestimmt 300 Vorgänge. Naja, Erika, 300. Über 340 im letzten Quartal. Diese scheiß Unfälle werden mir nicht alle einzeln gebucht? Nicht alle, Ulf. Sicher, und jede Zahlung muss separat angewiesen werden. In anderen Häusern gibt es dafür ganze Abteilungen. Kinder, kommt wird ja nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja, also nicht mal Ernies Pampe hier, hoffe ich. Aber wer schlägt denn sowas vor? Ich meine, der kann doch überhaupt keine Ahnung haben, wie es hier läuft. Ulf, jetzt ist Sie mal... Sie müssen zum Wehmeier und sagen, dass er das zurücknimmt. Sonst gehe ich zum Betriebsrat. Ach, Sie mal mit Ihrem Betriebsrat. Ja, das lasse ich mir jedenfalls nicht bieten. Nadine? Ja. Boah. Boah. Das ist echt super. Ach so, das ist ja Erika. Ich dachte schon, Ernies Mutter wäre auf den Sprung runtergekommen. Ja. Ach du heiliger Ernie, ich hab da... Seine Mutter ist ja nun mal tot. Da nutzt es ja jetzt auch nichts. Haben Sie das gewusst mit dem neuen Bestandsführungssystem? Hm? Ja, das kann man jetzt nicht auch noch einfach so nebenbei machen. Ja, Erika, kann ich, wohnt ja nun meistens in der Willnichstraße, ne?